weiter geht's gleich mit dem nächsten RPG Maker Project. Und das ist, hey, what the hell? Ich habe auf jeden Fall noch nicht gespielt, das war, keine Ahnung, wie war. Nein, mit dem nächsten RPG Maker Projekt, die Bücher Lucifers, wie ihr seht, auch wieder von Kaven. Ja, das mit dem Laden, das kommt echt nicht von mir. Ich habe das nicht mal angetestet, das Spiel. Also, dann fangen wir mal an mit dem Spiel. Möchtest du dir das Intro anschauen? Ja, immer noch. In diesem Spiel gibt es eine explizite Gewaltdarstellung. Okay. Nova Production, daran sieht man schon, dass es von Kaven ist. Ursprünglich sollte von diesem Spiel mal ein zweiter Teil rauskommen, aber der wurde nie fertiggestellt. War schon am Rande erwähnt gleich. Präsentiert. Die Bücher Lucifers. Kommt gleich bestimmt. Durch Campus bin ich eigentlich erst überhaupt zu diesen Spielen da gekommen, weil vorher. Ich hab immer diese actionlastigen Dinger nicht gemacht. Ein Spiel von Kaven. Ah, okay. Bestimmt. Das Spiel habe ich echt nie gezockt. Überhaupt nicht. Ich frag mich überhaupt, wieso da ein Speicherpunkt ist. Ist mir auch egal. Desert Nightmare ist ja auch dann von Kaven, was danach folgen wird, nach die Bücher Lucifers. Das Rot mit dem Rot, das ist ein bisschen schlecht gewählt. Rote Schrift auf roten Hintergrund leicht. Ah. Chicago, 11.10.2002, 18 Uhr. Sie denken also, dass die Firma, in dem ihr Mann arbeitet, in kriminelle Machenschaften verwickelt ist? Ja, er verhält sich in letzter Zeit so seltsam. Etwas stimmt mit dieser Firma nicht. Haben Sie Beweise für Ihre Vermutung? Nein, deswegen komme ich ja zu Ihnen. Sie sollen der beste Privatdetektiv aus der Stadt sein. Können Sie diese Firma nicht überprüfen? Ich mache mir große Sorgen um meinen Mann. Ich werde mir die Firma mal ansehen. Danke. Was die Bezahlung angeht... Das hat Zeit. Erstmal werde ich mich über diese Firma informieren. Wie hieß sie noch gleich? Devon Enterprises. Den Namen habe ich schon mal gehört. Soweit ich weiß, hat die für ein paar Straßen weiter ein Büro. Ich werde mich mal als neuer Kunde vorstellen. Ich gehe jetzt lieber nach Hause. Mein Mann wartet schon. Bitte erzählen Sie ihm nicht, dass ich bei Ihnen war. Natürlich. Auf Wiedersehen, Mr. Malcolm. Auf Wiedersehen. Happy Hour. Kann ich Ihnen helfen? Ich will zu Devon Enterprises. In den Fahrstuhl und bis zum obersten Stockwerk. Danke. Ah, okay, jetzt soll ich mich selber... Abgeschlossen, über dem Schloss steht eine 2. Aha. Da steht eine 3 drüber. Und man sieht auch, dass hier die gleichen Sachen wie bei Campfold benutzt wurden, so teilweise. Also bei dem ersten Teil von Campfold. Ganz viele Schreibtische. Wo keiner dran sitzt, ist komisch.
Was haben wir hier? Ein Schalter? Nein. Sah nur so aus. Was haben wir hier? Auch nichts. Obwohl, da im Schrank vielleicht. Zu dieser Uhrzeit müssten die Angestellten noch im Büro sein. Sehr ungewöhnlich. Außerdem würden die Büroräume versperrt sein, wenn Feierabend wäre. Das sind also die ganzen Leute, die hier normalerweise arbeiten müssten. Hä? Der Monitor. Anscheinend hat einer der Angestellten sein Haustier mit ins Büro gebracht. Es ist in den Lüftungsschacht gelaufen. Das Gitter wurde abgerissen. Der Monitor wurde vom Tisch gestoßen. Kann ich irgendwie noch sowas? Kann ich jederzeit speichern? Nein. Heißt, ich muss bis zum Speicherpunkt springen. Okay. Blut! Das war eine sehr große Wunde. Vielleicht ein Unfall? Sind deswegen alle Leute weg? Wohl kaum. Hier haben wir Kaffee. War sonst auch nichts Besonderes. Über dem Schloss steht eine 1. Abgeschlossen. Oh, ein Schlüssel. Büroschlüssel 1 gefunden. Und hier haben wir gar nichts. Außer dem Balkon. Also jetzt kommen wir in alle Räume mit der 1, danach in alle Räume mit der 2 und so weiter, denke ich. Was war das? Das muss dieses Tier sein. Verdammt nochmal, was geht hier vor? Wie kommen diese Gedärme in den Lüftungsschacht? Was zum Teufel ist das? Bestimmt kein normales Haustier. Aggressiv ist es auch noch. Habe ich eine Waffe dabei? Oh. Tot. Ich soll hier nach Hinweisen suchen. So etwas gehört nicht dazu. Ich verschwinde lieber, bevor noch mehr von diesen Dingern kommen. Der Fahrstuhl ist außer Betrieb. Das passt ja wunderbar. Auf dem Dach müsste es eine Feuerleiter geben. So, wo meine Feuerleiter? Da ist ein Speicherball. Man sieht, dass es von Kevin ist. Eindeutig. Oh mein Gott. What the hell? Was soll ich denn da für ein Symbol hinmachen? Ich habe keine Ahnung. Achso, man kommt immer in so einen Kampf. Okay. Alle down. Zack. Die Tür ist elektronisch verriegelt, aber ich brauche doch einen Hinweis. Ein Hinweis. Ach, okay. Dumme Anspielung auf dumme Kinderserien. Verdammt, falsch. Oh, Medizin gefunden. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Wie so ziemlich immer alles. Oh Gott. Wow. Down. Patronen.
noch mehr Patronen. Büroschlüssel 2 gefunden. Hier ist auch nichts. Was stand hier drüber? Eine 3. Abgeschlossen. Eine 3. Ah, da komme ich her. Gut. Was war hier? Ja, da war die Medizin. Gut. Dann gehen wir mal hier weiter wieder. Ja, das ist top, Mann. Ah, hier war ich vorher nicht. Medizin gefunden. Aber es muss irgendwo einen Hinweis geben für... Was davor? Ah, okay. Da komme ich her. Ich merke mir natürlich nicht, wo was zu zahlen drüber steht. Das ist ein bisschen doof. Nein. Auch nicht. Die waren alle schon vorher offen. Was hätten wir dann hier? Da geht einer auf. 10 Patronen. Blut an der Wand natürlich. Normal. Eine hüpfende Kiste. Noch so ein Vieh. Hey, nicht weglaufen. Down. Abgeschlossen. Natürlich auch. Natürlich auch. Wie in je... Alles ist in meinem Spiel, in einem Spiel abgeschlossen. Was geht? Hey, was ist das? Logo-Entwurf. Ah! Das ist mir jetzt klar, wofür ich den brauche. Was waren hier für Nummern? Eine 3 und noch einer, der aufgeht. Oh je. Dammit. Auch down. Wieder ein paar Patronen und ein bisschen Medizin. Wie viel Schuss habe ich eigentlich? 29. Gut. Passt. So, jetzt dürfen wir das Logo entwerfen. Nochmal. Und danach gibt es einen Cut. Ach, den Logo-Entwurf sollte ich mir natürlich auch angucken. Kreise in den Ecken, Viereck in der Mitte und dann Pfeile wieder drauf zeigen. Gut. Kreis. 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 Zack, zack. Zack, zack. Der Code wurde bestätigt. Oh, hier ist nur ein Schlüssel, gut. Schlüssel nehmen wir und laufen zum Speicherpunkt und dann mache ich wieder hier einen Cut. So. Bis zum nächsten Mal, ich bin euer MK Indiana Jones.